Haben Sie sich schon einmal ein Bild von Ihrer persönlichen Lernerfahrung gewünscht? Eine Art Landkarte, die Ihnen auf einen Blick zeigt, wie Sie Lernen im Rahmen Ihrer Ausbildung wahrnehmen? Hier kann ein Footprint of Emergence helfen. Der Begriff kommt aus dem Englischen und meint das Sichtbarwerden der Lernerfahrung, wie auf einer Landkarte. Die Footprints unterstützen eine vielschichtige Auseinandersetzung mit der eigenen Lernerfahrung. Sie zeigen uns Dinge, die wir oft gar nicht wissen. Wie zeichne ich nun einen Footprint? Ein Footprint wird in 4 Bereiche unterteilt und in jedem Bereich finden Sie 4 Faktoren, mit deren Hilfe Sie Ihre Lernerfahrung beschreiben können. Anhand der Fragen aus dem Leitfaden überlegen Sie sich für jeden einzelnen Faktor, ob Sie Ihren Punkt eher innen, nahe der Kreismitte setzen und damit meinen, Sie haben keine Freiheiten, keinen Spielraum, oder Sie setzen den Punkt eher in der Mitte, es ist nicht alles vorherbestimmt, Sie haben einige Freiheiten, es ist in Ordnung für Sie, Sie haben genügend Sicherheit, auch wenn manches herausfordernd ist. Oder aber Sie setzen einen Punkt eher außen und meinen, Sie haben viele, eventuell sogar zu viele Freiheiten. Es ist wenig vorgegeben und stresst Sie sogar. Schließlich haben Sie noch die Möglichkeit, den Punkt ganz außen zu setzen und meinen, Sie sind überfordert, also im Chaos. Im Cluster Offenheitsstruktur denken Sie über Ihre Arbeit nach. Kann ich Fehler machen? Setze ich den Punkt innen? Dann meine ich eher nein. Setze ich ihn außen? Dann ja. Ist das, was ich zu tun habe, klar oder konfus? Innen ist es klar, außen konfus. Ist das, was ich zu tun habe, etwas anderes als das, was ich erwartet habe? Setze ich den Punkt innen, dann meine ich nein. Setze ich ihn außen, dann ja. Lerne ich in genau vorgegebenen Schritten oder gibt es mehrere mögliche Lernwege? Vorgegebene Schritte setze ich innen, mehrere Lernwege setze ich außen. Im Bereich Lernarbeitsumgebung reflektiere ich, was meine Arbeit mir bietet. Mache ich immer dasselbe oder gibt es viel Abwechslung? Immer dasselbe setze ich den Punkt innen, mehr Abwechslung setze ich ihn außen. Ist angeordnet, was ich tun muss oder kann ich mitbestimmen? Angeordnet setze ich innen, mitbestimmen außen. Erlebe ich meine Arbeits- und Lernumgebung als vertrauensvoll? Nein, innen. Ja, Mitte. Zu sehr, ich setze den Punkt außen. Begegne ich wenigen und immer denselben oder vielen unterschiedlichen Menschen? Begegne ich wenigen bzw. habe ich wenig Austausch mit unterschiedlichen Menschen, dann setze ich den Punkt innen. Je mehr Interaktion mit wechselnden Gesprächspartnerinnen möglich ist, umso weiter draußen wird der Punkt gesetzt. Der Cluster Meine Entwicklung zeigt meine Freiräume und in welcher Art und Weise ich Eigenverantwortung besitze. Ist alles für mich organisiert oder kann ich auch selbst organisieren? Muss ich viel selbst organisieren, setze ich den Punkt außen. Bin ich bei dem, was ich tue, überwacht oder kann ich auch frei entscheiden? Bin ich mit der Verantwortung für Entscheidungen überfordert, setze ich den Punkt außen. Kann ich auch etwas verhandeln? Wenn ich das nie kann, setze ich den Punkt ganz innen. Ist meine Rolle ganz vorgegeben oder kann ich auch in unterschiedliche Rollen schlüpfen? Habe ich nur eine Rolle, setze ich den Punkt innen. Wie ich arbeite, finde ich schließlich im Cluster eigener Stil heraus. Arbeite ich viel alleine oder bin ich immer mit anderen zusammen? Arbeite ich alleine, dann setze ich den Punkt innen. Gibt es unerwartete Gespräche? Wenn nein, dann wird der Punkt innen gesetzt.
Habe ich andere Personen als die am Arbeitsplatz, mit denen ich reden kann, die mich unterstützen? Wenn ja, dann wird der Punkt außen gesetzt. Kann ich mich einbringen, wie ich bin? Sind meine Meinung und meine Beobachtungen für Lehrende interessant und werden sie wertgeschätzt? Setze ich den Punkt innen, dann meine ich nein. Haben Sie alle Punkte gesetzt? Verbinden Sie diese und schauen Sie sich Ihren Footprint an. Was sagt er Ihnen? Sie haben nun Ihren ersten Footprint erstellt. Noch wertvoller wird er, wenn Sie gleich nach dem Zeichnen Ihre Gedanken zu den Faktoren, die Ihnen wichtig erscheinen, niederschreiben und sich so noch tiefer auf die Reflexion Ihrer Lernerfahrung einlassen. Viel Spaß dabei!